Hallo und Servus YouTube und Freunde des gepflegten Gamings, hier ist euer Mara von Wolfsohl. Und weiter geht es mit dem Erkundungstour durch Björnholm Teil 2. Ich stehe hier schon mal hier oben, weil ich euch was zeigen möchte, und zwar das Ende der Map. Man kann also nicht rausschwimmen. Hier im Wasser sieht man schon eben so einen Strich, so eine Abgrenzung. Ich dachte, man kann wenigstens bis dahin schwimmen. Nein, auch das ist falsch. Hier, wo ich stehe, kann ich nicht mehr nach links gehen. Also hier ist schon Ende. Das heißt, dieser Baum... Ah, doch, dieser Baum, den kann man noch abholzen, denn sonst würden sie ja lügen, weil sie gesagt haben, man kann jeden Baum auf der Karte abholzen. Das wird mit dem da oben wahrscheinlich nicht mehr klappen. Aber gut. Ich möchte mal sehen, ob das jemand schafft. Irgendwann mal keine Bäume mehr auf dieser Karte. Dann fahren wir mit dem Hürlimann mal weiter. Wir sind eben hier bei der Reederei, Abladestation, und fahren wir mal hier oben über die Brücke und fahren wir da dann hin Richtung Dorf. Ja, das ist dann Richtung Dorf. Wir haben gestern wirklich noch richtig gesuchtet, das Spiel 9 Stunden am Stück, könnt ihr euch das vorstellen, 9 Stunden. Als ich dann um 1 oder so, kurz nach 1, dann endlich mal fertig war, aber da waren die Augen viereckig, das könnt ihr mal glauben. Das Spiel bockt einfach so dermaßen, wir spielen auf normal, also da ist es wirklich anspruchsvoll, da musst du wirklich ganz genau überlegen, was du dir kaufst, und das Geld ist auch ganz wenig. Jetzt fahren wir hier zu dem Zirkus. Da kann man leider nicht rein. Hier sind noch diese Campingwaggons für den Zirkus. Aber ich habe schon was entdeckt. Man kann hier an dieser Ding da hochlaufen und hat dann einen schönen Ausblick. Na gut, ich sehe hier eben in den Felder ein bisschen mehr. Gibt woanders sicher schöne Aussichtsplätze, auch auf einem Hügel. Da fahren wir aber später mal hin. Machen wir gleich weiter, denn wir haben einen engen Zeitplan, da damit wir die ganze Karte auch gleich in diesem Part schaffen, denn das dauert einfach, bis man mit dem Traktor hier durch die ganze Map gefahren ist, und bleibt ja auch mal kurz stehen, also obwohl der Deutz hier auch nicht schneller wird, ich fand beide so an die 45, 43. Hier oben ist ein Jägerhochsitz. Ich würde jetzt gerne mal eine Frage in die Runde werfen, vielleicht weiß das jemand und kann mir das mal in den Kommentar beantworten. Und zwar, wie man Felder wieder verkauft. Kaufen ist ja klar, man geht in die Mitte diesen Symbol und geht dann die Fläche da und der Preis und kann es dann kaufen. Aber wie kann man sie verkaufen? Das weiß ich eben nicht. Es gab ja dann mal diese Bank auf Hagenstedt, da hatte man eben diese ganze Übersicht mit den Finanzen und hatte auch so eine Felderübersicht, konnte die dann einzeln kaufen und verkaufen. War ganz bequem. Hier geht das ja leider nicht. Weil wenn es einen Mod dafür gibt, wäre das natürlich nicht verkehrt. Haben wir eine Tankstelle und können wir hier auch die Finanzen einsehen. Minus 16.000 haben wir eben und einen Kredit von 50.000 aufgenommen. Gab es ja früher auch mal mit dieser, genau bei Bank auf Hagenstedt, ging das eben dann auch jedes Mal nachzusehen. Obwohl man weiß ja, den Kontostand steht ja oben. Ah, hier wäre ein Lizard, mit dem können wir leider nicht fahren, das Auto. Und wir sehen schon hier diese ganzen nordischen, schwedischen Häuser, möchte ich mal sagen. Ich kann mir gut vorstellen, dass das hier Schweden sein soll. Kennt man wirklich von vielen Filmen und auch, kommt einem einfach bekannt vor. Also, finde ich echt was Neues und finde ich auch sehr schön. Hier vorne haben wir die Schafweide mit Trog, da kann man auch schön hin zu einem Wendeplatz und kann man eben schön das Gras abladen eben in den Trog. Dann fahren wir mal hier runter zum Hafen. Es ist so ein kleiner Hafen mit ein paar Booten und ja, ist doch eher klein und überschaulich. Und da vorne ist ein Leuchtturm. Eins kann ich euch schon mal sagen, bei Nacht leuchtet er und das zwar nicht zu übersehen. Also vom Hof sieht man das locker, das ist ein richtiger Strahl. Könnte man meinen, das wären Aliens.
Nein, leider kann man da nicht hochgehen. Das ist schade. Konnte man ja sonst beim 2011er, wenn ich mich nicht irre, 2008er und 2009er konnte man da immer ja hochgehen. Das geht leider nicht mehr. Hier ist eben diese kleine Bucht, könnt ihr eben auf der Karte sehen, die eben das Meer verbindet. Finde ich eine geile Sache. Vor allem, wenn man denkt, hier in Schweden oder in Norwegen, es sind ja oft diese, die Küste ist ja nicht gerade abgeschnitten, wie zum Beispiel jetzt ja, Frankreich oder Italien. Also natürlich ist keine Küste irgendwie gerade. Aber vor allem in Norwegen und Schweden sind ja doch diese Fjorde und die gehen dann oft wieder Kilometer. Ja, hier sind es eben hunderte Meter, nicht Kilometer, ins Land rein und ist dann eben eine kleine Bucht. Also finde ich dann sehr gut gemacht, sehr authentisch und sehr realistisch auch. Passt einfach zusammen. Man sieht auch oft hier solche Felsen. Hier auch eben. Also vom Design her muss ich schon sagen, die Karte ist wirklich die beste, die es bisher gab. Hier in der Stadt sieht man auch Leben mit den Leuten, die rumgehen, Autos, die rumfahren. Gut, das, was ich gemerkt habe, Verkehr ist wirklich sehr wenig los oder beziehungsweise nur in der Stadt. Das ist auch gut, wenn man fährt ja nicht immer in die Stadt rein, um ja, um da was abzuladen oder so. Man will ja doch zu den Abladestationen. Ich glaube, wir wollten zur Transportfirma. Ja, genau. Und ey, das ist ja was Geiles. War das früher auch schon so? Das ist die ganzen. Das ist ja Wahnsinn, das sah ja richtig geil aus. Das ist die ganzen einzelnen Rüben da rausfallen. Als wären sie wirklich lose drin. Nicht nur diese Füllplane, also diese Texturebene von dieser vom Füllstand eben. Nee, komplett. Das ist ja richtig geil. Das muss ich schon sagen. Übrigens da hinten, hinter der Transportfirma war noch so ein schöner Unterstand. Moderner in der Unterstand. Hier rechts ist die Molkerei. Also ich werde immer so aus zu außen diese Randbezirke ein bisschen umfahren. Werde jetzt nicht überall hinfahren, denn es würde einfach zu lange dauern. Hier ist eben die Molkerei. Mein Gott, was gibt es da schon zu sehen? Sieht auf jeden Fall wieder ordentlich aus und nicht zu klein, schön groß. Das da vorne ist eben noch so eine Anzeigetafel für die Mission. Da will ich mal ganz kurz anhalten. Und zwar haben wir hier schon Missionen, das ist unser Problem im Multiplayer auf unserem Server. Wir sind ja derzeit jetzt doch anscheinend permanent zu viert. Wir brauchen für diese Mission Frontlader mit Palettengabel. Ich schätze, ich hoffe, dass es mit einem Teleskoplader geht. Denn der wäre günstiger als der erste Traktor mit Frontlader und kann auch höher ausheben. Und dann würden wir mit dem dann quasi die Mission machen. Da bekommt dann doch einiges an Geld zusammen durch die Mission, weil die eben nicht aufhören. Das sind wirklich unendlich. Deswegen ist das so eine gute Sache. Und man kann nebenbei. Ich schon sagte, wir haben hier nur zwei Traktoren eben, nur die zwei Deutzen, den Mähdrescher. Und wenn dann den Teleskoplader hätten und zu viel spielen, dann würde das auch hinkommen. Dann fährt halt einer immer die Mission, die anderen helfen beim Grubbern, Säen und Dreschen und dann kommt wirklich mehr Geld rein, weil wir müssen da echt sparen. Wir haben jetzt erstmal einen Anhänger voll bekommen bei 5000 Litern, was in den ersten Mähdrescher, in den Samporosen da reingeht. Von dem her ist das schon hart auf normal, ja. Aber wir haben ja Geduld. Erstmal der erste Tag. Hier ist jetzt, wenn ich mich nicht, ja, der Getreidespeicher. Also auch eine Abladestation. Gibt eben 5, wie ich schon gesagt habe. Sieht auch recht nordisch angehaucht aus. Also alles wirklich in diesem nordischen Stil. Kundenhäusern gefällt mir aber wirklich sehr, sehr gut. Hier ist noch das Feld 38, das gehört uns auch. Hier auch noch so ein kleiner Unterstellplatz. Also diese Unterstellplätze gibt es immer wieder. Und hier, ach wisst ihr was, wir fahren jetzt mit dem Deutz weiter. Das will ich mal ganz klar sagen. Und zwar mit Grubber. Dann ist das ein bisschen realistischer. Der Deutz ist einfach dünner anzuschauen. Und ich kann euch wirklich sagen, lasst die Fahrzeuge dreckig. Wenn die dreckig sind, sehen die so viel geiler aus als jetzt hier sauber. Gut, der ist auch schon ein bisschen dreckig, aber ganz sauber. Da erkennt man die Traktoren echt nicht wieder. Dieses Grün ist so ein bisschen, naja, Mintgrün schon fast. Eigentlich nicht mehr so schön.
Aber deswegen sage ich euch, lasst die Fahrzeuge dreckig. Das sieht einfach so dermaßen geil aus. Die Texturen, diese, vor allem wenn man auch mit dem Kärcher das abwäscht. Das sind nicht nur diese unterschiedlichen Stufen, wie es bei vielen Mods dann früher war, im 2013er, sondern man sieht keinen Übergang mehr. Man wäscht die einfach sauber. Das sind, wie viel, weiß nicht, 50 Ebenen oder sowas, oder wenn nicht mehr. Oder das kommt mir zumindest so vor, als wenn es 50 oder 100, weil es eben so überwiegend ist. Hier haben wir eben unseren Güterbahnhof und da haben wir auch den Zug, den wir wieder losschicken können. Jetzt fährt er eben weg. Tschüss. Und das nächste Interessante ist jetzt das Waldstück nebenan. Das ist nämlich, wenn ihr auf die Karte guckt, unten. Nein, noch sind wir nicht ganz da. Nee, das ist das noch nicht. Ein bisschen weiter vorne ist das. Das ist das größte Waldstück. Und ihr seht, links von der BGA unten beim Feld 40 da. Das ist ein riesiges Waldstück. Also das ist echt, da fühlt man sich dann wirklich wie im Wald. Also eine Größe ist echt geil. Wenn man nachts dort ist, wirklich auch sehr dunkel. Also eine super Sache. Das ist doch auch ein recht großes. Also überall über diese kleinen Waldstücke, also. Anstatt Wiesen gibt es jetzt eher Wald, würde ich mal sagen. Das war noch eine Sache, die ich vermisst habe. Und zwar mit den ganzen Wiesen. Ich sehe hier, also keine nummerierten Wiesen gibt es hier nicht mehr. Wenn ihr das auch sehen könnt, ist mir jetzt erst aufgefallen. Und es gibt eigentlich nicht so riesige Grünflächen. Also die einzige Konsequenz daraus wäre dann sagen, ja gut, müssen wir halt mal einige Wiesen mähen. Früher dachte ich ja immer, ja du kannst ja nur, kannst du nur Silage machen durch Gras, ne? Mais habe ich immer vergessen. Eigentlich ist es mit Mais viel besser, aber am Anfang haben wir noch keinen Mais und auch keinen Häcksler. Da wäre dann Mähen wirklich schon mal von Vorteil, auch wenn da nicht so viel zusammenkommt. Aber jetzt fahren wir mal in den Wald. Und die schöne Reifenspur und der Reifen, Laub, ganze Physik. Hatte ich gestern lang genug Zeit, das alles zu testen. Ist wirklich einfach genial. Das Spiel macht Freude ohne Ende. Ich meine, wenn man sogar 9 Stunden am Stück durchhält am ersten Tag, das ist dann schon, glaube ich, das spricht für sich. Wenn man auch noch 3 Leute hat, die einem helfen, zu viert, und das ist einfach genial. Also dieser Spielspaß, der bei dem Spiel, diese Freiheit, die bei dem Spiel aufkommt, gibt es wahrscheinlich sonst nur in GTA. Aber sonst ist es wirklich überhaupt eine der besten Ideen von Konzepten von Spielen, die es jemals nicht mal gab. Sieht man auch am wachsenden Interesse. Ich schätze mal, dass der LS15 weit über 2 Millionen wieder verkaufen wird heuer. Oder eben mit der Zeit, muss man ja sagen, die werden nicht alle gleich am Release das Spiel kaufen. Das wird immer, wenn man ein halbes Jahr wartet, sage ich mal, was alle das Spiel haben, die es haben wollen. Es kommt immer wieder ein paar dazu, aber das ist dann nicht mehr viel. Seht ihr eben, wie der Deutz eben ein bisschen, ja, rutscht oder um die Kurve, ja, driftet ein bisschen. Das ist echt genial. Wenn man sich noch erinnern kann, früher mit den anderen Deutz, beim Elfer oder so, oder beim 13er auch, da konnte man ja kreuz und quer fahren. Das geht jetzt hier gar nicht mehr, seht ihr denn? Man rutscht durch die, man kann auch nicht mehr so wild fahren. Man konnte ja dann mit 50 um die Kurve fahren und wenn man Glück hatte, hat es den Traktor umgeworfen. Das glaube ich wäre jetzt gar nicht mehr möglich in der Physik her. Wenn man den Traktor um. Naja, geht irgendwie sicher schon, aber ich glaube, den dreht er dann wieder richtig zurück. Das hier, was wir hier haben, ist mir noch ein kleines Rätsel. Das sollen wohl so Grasabladestationen sein. Frage mich, warum dann hier schon ein Haufen wäre. Vielleicht, dass er andeuten soll, dass hier was zu abzuladen ist. Ich müsste mal auf die Legende schauen oder auf die Karte. Die Karte ist bei mir schon an der Wand. Also nicht die Karte, sondern vorne das Logo vom LS15, das Wallpaper. Die Karte habe ich eben gesagt, die brauche ich nicht, die habe ich ja hier eh. Und zwar auch schon übersichtlich. Muss ich eben nochmal ins Handbuch schauen, was das ist. Hier wäre die Gärtnerei. Was wir hier auch machen können, oder was wir hier nur machen können, ist eben Setzlinge kaufen. Zum Baum anpflanzen, das wäre dann auch schon alles. Am Anfang dachte ich mir, okay, wofür ist jetzt die Gärtnerei? Die gab es in den anderen Spielen auch immer, aber nur wenn man da Paletten hinfahren konnte. Aber nee, jetzt gibt es eben den Grund, jetzt kann man eben hier Setzlinge kaufen. Fahren wir mit der Innenansicht. Das finde ich immer noch ein bisschen schade, dass eben, wenn man hier so runterguckt, und oben ist sich einfach das Field of View, also dieses
zerrt sich so zusammen, das Bild, wenn man hier nach unten schaut. Und eigentlich wäre es so, sage ich mal, wenn man so schaut, wäre es ungefähr normal, das Sichtfeld. Wenn man so nach unten schaut, zerrt sich das alles so in die Länge. Sieht ein bisschen komisch aus. Hier haben wir nochmal so ein kleines Dorf. Es ist gut geschaut, eigentlich genug Zivilisation, auch wenn wirklich kleine Dörfer sind, so ein paar Häuser, aber glaube ich, wir werden nie einen Landwirtschaftssimulator, nie eine Großstadt haben oder überhaupt eine Stadt mit hunderten von Häusern. Eine Frau geht hier durch die Wiese. Wir sind jetzt, glaube ich, schon wieder hier oben. Genau, wir sind jetzt eigentlich schon wieder fast rundum gefahren. Drehen wir hier mal um. Dann wollte ich noch von der hinteren Seite zum Hof fahren, damit ihr den auch noch seht. Ja, hier unten ist eben das größte Feld, das wir haben, oder das es auf dieser Karte gibt, auch das längste, das Feld 22. Wenn man sich das jetzt mal so ansieht, ist das definitiv schon sehr groß. Ich vergleiche das jetzt mal mit der MIG-Map-Zelle, dann sage ich, das ist eines der kleinsten Felder, weil diese Karte einfach, ist eine Vielfach-Map, da gibt es wie viel, ach, über 100 Felder und da sind welche immer so groß wie das Feld hier, Alter. Das sind Flächen, das ist Wahnsinn. Aber ist eben dann für Großtraktoren geschaffen. Also wer hier mit einem 3-Meter-Grubber und ein Kreuzzieher fahren will, der darf dann viel Spaß haben. Der hat dann in einem Tag ein ganzes Feld geschafft. Aber nur wenn er 12 Stunden am Tag suchtet oder auch den Helfer fahren lässt. Also. Und ihr habt gesehen, man kann den Dreck von den Reifen, wenn man auf dem Feldweg fährt, auf die Straße befördern. Man sieht auch, wenn man hier am Hof so ein Plätzchen hat, wo man überwendet oder Geräte abstellt, sieht man auch, dass ich da einen Dreck füllt oder einfach so, ja, Dreckspuren. Das ist einfach dreckig und ist nicht einfach alles nur sauber, wie eben das früher war. Man sieht richtig, dass hier gearbeitet wurde und es macht das ganze Spiel so viel realistischer. Das ist ja das, was wir alle wollen. Außer die da mit einem 24 Meter Mais, mit einer 24 Meter Mais-Sämaschine hier säen wollen, das können die von mir aus machen. Hier haben wir wieder Brunnen. Es gibt doch viele solche, wo man eben das Wasser auffüllen kann. Ich glaube, das dürfte am Meer aber auch gehen. Hier haben wir die Helpline, wo wir dann fragen, wo halt alles dasteht. Hier hört aber wahrscheinlich nichts. Nein, hier steht nichts. Hier steht es nochmal. Es gibt auch Mähmissionen. Mhm. Nachfragemission gibt es auch. Hatte ich aber bisher noch kein einziges Mal. 10 Minuten Zeit für eine Mission. Aha. Nur ist komisch, wir hatten bisher nur Transportmissionen. Der Missionsfrontlader. Ich hoffe wirklich, dass das mit einem Teleskoplader genauso geht. Denn ich würde ausrasten, wenn wir jetzt einen Teleskoplader für 85.000 plus Gabel, also irgendwie an die 90.000 kaufen. Und dann feststellen, oh, das geht ja gar nicht, aber wieso soll das nicht gehen? Das ist ja genauso egal. Man könnte es auch mit dem Radlader machen und der kostet dann noch mehr, weil der hat auch eine Palettengabel. Also, so, jetzt wären wir hier am Hof und wir sehen schon hier diesen Dreck, aber das ist nicht das, was ich meinte, oder doch? Ja, doch, ein bisschen war das doch schon das, was ich meinte. Hier haben wir ein Multiplayer mit unseren Kercher stehen, mit dem wir alle schön säubern können. Und jetzt haben wir eigentlich, sage ich mal, die ganze Map gesehen. Ich will noch mal kurz grubbern, um noch mal diese Texturen zu zeigen, die eben auf dem Trailer versprochen wurden. Oder die man halt da gesehen hat, sagen wir es gleich, wie es ist. Hier ist übrigens der Hühnerstall. Die Kühe sind übrigens, wie man auf der Karte sehen kann, die Kühe sind in der Nähe vom Gartencenter, eben wo wir dann vorhin bei dem großen Waldstück eben. Haben wir sonst alles gesehen? Das Biomasse-Heizwerk glaube ich jetzt noch nicht, aber das ist da, wo der Shop ist, also das werdet ihr definitiv finden. Sonst finde ich die Karte wirklich sehr logisch gestaltet, nicht so, wie soll man sagen, nicht so künstlich eckige Felder. Man sieht ja, es sind wirklich wenige nur quadratische Felder. Natürlich sind es einige, es ist nun mal doch die Vielzahl, aber so viele, die hier oben sind, so viele Felder, die rund sind und so, also da muss dann auch schwierig werden mit dem Helfer, dass einfach die Leute, denke ich mal, noch dazu verleiten soll, mehr selbst zu machen. Statt immer den Helfer zu nehmen. Aber eine sehr logische, aufgeräumte Karte. Sehr, sag ich mal, sehr idyllisch und realistisch auch. Also nicht absichtlich eben so. Ich nehme jetzt mal ein Beispiel, die Westbridge Hill Karte, die ja auch sehr nur quadratische Felder hat. Die sah eigentlich total billig aus. Total, ja,
unecht, sage ich mal. Und hier ist alles, hier stimmt alles überein. Kein Weg ist exakt immer geradeaus lang, keine Straße geht immer geradeaus und sowas. Überall Kurven und eine sehr gute Karte gemacht. Wirklich Lob an die anscheinend. Und dann fahren wir mal los. Jetzt müssen wir aber erst, denn der fährt viel zu schnell. Also wer mit 13, mit 16 Gruppe hat, den würde ich auf den Hinterkopf klopfen. Meine Freunde, man fährt mit 10 bis 11 km/h. Lass ich das mal gesagt sein. So mit dem Tempo hier, das wäre in Ordnung. Das ist eh schnell. Wir, Deutz, vor allem der Deutz zieht den 3 Meter Gruber wirklich locker mit 143 PS. Unser John Deere zu Hause auf dem Hof, der hat 135, ein älteres Modell, aber immer noch ein Monster. Und hier sehen wir dann eben Textur. Da schön grubbert, oh, wir weichen ein bisschen ab von der Seite. Die Textur am Boden sieht jetzt nicht viel anders aus wie die von früher. Man kennt jetzt nicht mehr ganz so viel Unterschied zwischen Grubbern. Und ja, ein bisschen schiebt er immer mit Gewichten, also nach links und nach rechts. Das ist ein bisschen doof. Da finde ich ja ohne Gewicht auch besser. Vor allem, wenn er bergauf oder bergab oder an einem Hügel da fährt, seitlich schiebt er immer nach unten. Also müsste er wirklich dann so. So das Feld arbeiten, dass er nicht irgendwie an dem Hang oder so seitlich fährt. Wenn dann von oben nach unten, wenn ein Feld oben höher ist und ein tiefer, einfach von oben nach unten. Sonst, ja, aber die Textur sieht einfach nochmal so viel geiler aus. Und ist auch dann irgendwie logisch, weil hinten eben diese Zinken sind, die dann eben solche kleinen, ja, so vorgegaukelte Reihen, wie man es hier sehen würde. Wenn man beim gesäten, bei der gesäten Textur ist es ja klar, dass das Reihen sind, aber hier durch die Federzinken, wenn die dann auch übereinstimmen, dann ergibt das auch Sinn, warum Grubbertextur eben auch hier so kleine Reihen hat. Und hier sieht man auch schon schön die Reifenspuren am Boden. Und was denkt ihr, wenn man das ganze Feld bearbeitet hat, auch egal ob jetzt gegrubbert oder mit einem Mähdrescher gedroschen? Dann sieht man wirklich die ganzen Spuren und das sieht dann wirklich schon richtig patzig und schmierig aus, also wie in echt auch, also einfach nur geil, muss man sagen. Will ich noch mal ganz kurz pflügen. Ackern, wie es auf Bayerisch heißt. Mit dem Kunwari Master Pflügerer. Und bitte keine Videos sehen, wo irgendjemand mit einem sagen wir mal 150 PS Traktor in den 6-Scharer zieht. Das ist absolut nicht möglich. Oh, das war jetzt das Gewicht ausgewählt. Übrigens hier unten rechts könnt ihr eben, ist diese Geräteauswahl, wo man sieht, was ausgewählt ist. Finde ich sehr klein, habe ich am Anfang total übersehen. Jetzt sehe ich es. Ist in Ordnung. Manche sagen, dass hier auch die Tastenanzeige zu klein ist. Finde ich eigentlich nicht, denn sie ist halt viel kleiner als vorher und irgendwie aufgeräumter, auch übersichtlicher. Man kann sie eben auch immer noch einblenden mit F1 und jetzt auch gleich den Drehzahlbegrenzer runterschrauben. Das könnt ihr mit 1 und 2. Ich habe das auf Plus und Minus vom Numpad gestellt, weil das habe ich damals schon bei den Mods vom Drehzahlbegrenzer immer, war das da eingestellt und deswegen gewöhnt man sich daran einfach besser. Und ich habe dann den Drehzahlbegrenzer auf 11 und damit fährt er dann 10 km/h. 43 Stufen hat er quasi, das ist dann eigentlich eine Stufe pro 1 km/h. Das heißt, mit Stufe 43 fährt er Maximalgeschwindigkeit. Jetzt dreht er den Pflug. Das war jetzt ein bisschen eckig, aber sollte glaube ich so sein. Aber der braucht lange zum Pflug umdrehen. Und was natürlich immer noch schade ist, dass es keine Furche gibt, wenn man rein sinken kann und dann eben nicht mehr rauskommt. Einfach so einen richtigen Schnitt, wie man es einfach in richtigen Feldern sieht. Und irgendwann hoffe ich doch mal, dass es dann 3D-Texturen gibt und die dann eben auch, dass der Boden eben dann auch höher ist und tiefer wie beim Ackern. Das wird sicherlich irgendwann mal gehen, wenn sich jetzt schon möglich wäre. Aber wie gesagt, mit dem Vielscharer dauert eben das wirklich. Da kann man froh sein, dass man noch so kleine Felder hat, weil ich sag's euch, bei großen Feldern, wie wenn ich mal das 22er besitzen soll, da wird nicht geackert, außer dann mit dem 14-Scharer. Das wären dann 7 Meter, 50 cm pro Schar. Das wäre dann noch in Ordnung. Nehmen wir uns mal hier noch mal die Textur an. Eigentlich auf jeden Fall auch. Das war aber glaube ich vorher auch schon, dass eben solche
dass es hier eben den Dreck und die Erde rauswirft über die Seite, über die Flugscharen. Das, glaube ich, müsste schon gegeben haben letztes Jahr. Aber sieht natürlich auch relativ gut aus. Und damit würde ich eigentlich die Erkundungstour abschließen. Ich denke, ich habe jetzt alles Wichtige gezeigt. Ein kleines Wort noch zum Hof, der eigentlich auch schön ist, nur ich finde ihn eigentlich wirklich ein bisschen klein. Das ist eigentlich nicht so ein richtiger Hof, es sind so ein paar Gebäude so aneinander gestellt. Also anscheinend kennen die ein anderes Aufteilungssystem für Höfe. Wir haben den einfach einen simplen Vierseithof, der wo halt wirklich in jeder Seite geschlossen ist bei Einfahrten und riesig Platz für, ja, wenn man irgendwo ein Hänger steht oder sowas. Also so bin ich das gewohnt. Und ja, dann möchte ich abschließen und sage danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, ich hatte Einblick gefallen und ja, animiert euch zu mehr, also zu selbst zu mehr Suchten und zu mehr Zocken und macht euch Freude, dass ihr wirklich unbedingt den LS15 spielen wollt. Und die ganzen Sachen waren wirklich meine ehrliche Meinung. Ich bin hier kein einer, der das Spiel ins Unendliche pusht. Es gibt sicherlich die ein oder anderen Sachen, die hier noch fehlen oder irgendwelche Bugs, zum Beispiel, dass eben diese, wenn man eben mit einem Mähdrescher einen Anhänger entleert, ist es ja jetzt so gemacht worden, dass eben wenn man die ganze Zeit auf einer Stelle ausleert, dass eben hier ein Haufen entsteht und vorne und hinten zum Beispiel, ja, das ist ganz flach, ist das, das was reinkommt an Getreide. Und man kann dann das eben dann immer ein bisschen herfahren mit dem Hin- und Herfahren beim Ausleeren und dann das ungefähr angleichen, dass es immer, ungefähr überall gleich hoch ist. Mein Kumpel hat mir gesagt, im Multiplayer hat er das nicht gesehen, beim zweiten Mal einmal schon, also irgendwie ist das dann auch ein bisschen verbuggt. Aber das ist einfach so, das dauert vielleicht eine Zeit, vielleicht kommt dann auch nochmal ein Patch raus oder ist es einfach jetzt mal Zufall, dass das so war und ist eigentlich bei den meisten doch nicht. Also Kleinigkeiten aber eigentlich, aber im Großen und Ganzen ist das Spiel das beste Simulatorspiel sowieso und auch der beste Teil des Landwirtschaftssimulators, der authentischste, der realistischste, mit der besten Karte, mit der besten Standardkarte. Also mehr kann man dazu eigentlich nicht sagen, außer Leute, spielt es, habt Spaß. Am besten mit anderen, mit Kumpels und so, mit Freunden, macht einen eigenen Server und arbeitet an, zusammen in eurer Welt, an eurem Hof. Denn das macht unglaublich Spaß und das ist der Sinn des Spiels. Okay, auf die bin ich raus, macht's gut. Bis zum ersten richtigen Arbeiter-Let's Play auf unserer Multiplayer-Karte. Bis dann, Servus, euer Wolfsrudel.